Wenn ich mich auf deiner Homepage umgucke, dann sehe ich wahnsinnig viele Bücher, die du geschrieben hast. Sind ja wirklich jede Menge. Wann ging das denn bei dir los mit diesem grenzwissenschaftlichen Interesse? Hat das schon angefangen, als du noch ganz jung warst? Oder kam das später? Wie hat das bei dir denn angefangen? Du sagst also wahnsinnig viele Bücher. Die Betonung liegt auf Wahnsinn. Zwinkersmiley. Ja, also es sind mittlerweile von den Sachbüchern 27, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und das hat tatsächlich also schon in der Jugend eben begonnen, als ich mich wie viele andere eben auch interessiert habe, also für rätselhafte Erscheinungen. Natürlich hat man die Bücher von Erich von Däniken, von Charles Berlitz gelesen. Und da ist man einfach auf die Thematik aufmerksam geworden und das hat einen bis heute eben gefesselt. Und das ist nach wie vor dann eben zu einem Thema geblieben, das mich bis heute begleitet und ich dann letztlich auch zu meinem Beruf gemacht habe. Der eigentliche Auslöser, jetzt rückblickend gedacht, liegt vielleicht noch viel weiter in der Vergangenheit zurück, nämlich als Sechsjähriger hatte ich mal einen Blinddarmdurchbruch und der wurde von den Ärzten nicht erkannt. Und ich bin dann in der Folge in der Intensivstation gelandet, war 2 Monate im Spital, dann in der weiteren Folge 3, 4 Monate noch auf sogenannter Erholung in einem Heim, war also ein halbes Jahr getrennt auch also vom Elternhaus. Und ich habe das dann irgendwie verdrängt. Ich habe im Übrigen auch die 1. Klasse Volksschule wiederholt. Aber das am Rande. Und habe dann immer wieder auch Träume gehabt von so, ja, was man eigentlich kennt, von so Nahtoderlebnissen. Also wo man in einen Tunnel, in eine Art Spirale hineinfällt. Aber ich habe es verdrängt im Zusammenhang also mit dem Koma seinerzeit. Und erst dann, so in der Pubertät, vielleicht 11, 12 Jahre oder so, haben mir die Eltern dann diese Geschichte noch einmal in Erinnerung gerufen. Und interessanterweise sind dann die fast täglichen Träume, die ich hatte, ja, sind also dann nicht mehr aufgetaucht. Und jetzt rückblickend gedacht, war wahrscheinlich das mit ein Grund, warum ich mich so für übersinnliche, für rätselhafte Phänomene interessiere. Aber natürlich haben vor allem also Erich von Däniken und Kollegen in den 70er Jahren, also mich natürlich also da beeinflusst. Und irgendwie als junger Mensch hatte man natürlich auch fasziniert, also von den Themen her, den Wunsch, den Geheimen, also man würde gerne selbst auch diesen rätselhaften Phänomenen mal auf die Spur kommen. Aber wie es halt so ist, zum einen hat man ja weder die Ausbildung, noch hat man das Geld und die Möglichkeiten, also für die Reisen. Aber das hat darin also eben gekeimt. Und ich hatte dann die Idee, aufgrund also der vielen Bücher, die ich gelesen hatte zu dieser Thematik, das wäre doch toll, wenn ich selber da auch was zu Papier bringen könnte. Und hatte aber gleichzeitig natürlich auch das Wissen, ja, jetzt gibt es aber schon so viel auf diesem Gebiet, was soll ich da also Neues noch beitragen können? Und da ist die Idee geboren worden, dass ich einfach die Prominenten und auch Fachgelehrte, die Autoren, befrage zum Thema Außerirdische, zu ihren Thesen, Pro und Contra. Und das habe ich also gemacht, habe die ganzen Adressen, Kontakte mir herausgesucht und habe also den Forschern geschrieben. Und da war ich so etwa 16 Jahre alt. Und habe dann tatsächlich auch viele Antworten bekommen, auch also zur Überraschung meiner Eltern, weil da in dieser Zeit, habe ich noch bei den Eltern gewohnt, alle paar Tage also irgendein Brief von, ob das jetzt der österreichische Bundespräsident war, damals Dr. Kirschschläger, oder Schauspieler wie Kurt Jürgens, aber auch Erich von Däniken und andere Autoren, Johannes von Butler und ähnliche mehr. Von dort kamen überall also Briefe und Antworten zu meinen Fragen und daraus entstand dann ein Manuskript. Und das habe ich vorgestellt, ist dann über eine Agentur auch an Verlage geschickt worden. Und ich bekam dann die erfreuliche Nachricht, wohlgemerkt als 16-Jähriger, der Bastei-Lübbe Verlag will tatsächlich also dieses Manuskript drucken. Ja. Glauben Sie an UFOs? Eine Frage wurde populär, so der Arbeitstitel. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, toll, na, das ist es eigentlich.
Aber es war zu diesem Zeitpunkt doch letztlich ein Traum. Es war noch zu früh. Also der Bastei-Lübbe Verlag hat dann doch irgendwie sich entschieden, das Manuskript nicht zu nehmen. Aber es ist beim Stern gelandet, beim Magazin Stern. Und der hat tatsächlich Auszüge aus dem damaligen Manuskript also gedruckt. Das war also meine erste und auch letzte Serie im Stern. Es gab damals auch ein schönes Honorar. Aber als junger Mensch und als angehender Autor hätte man natürlich gern gehabt, wirklich ein Buch, ja, das man in die Hand nehmen kann, das man umblättern kann, das man lesen kann. Und es hat dann noch so also viele Jahre gebraucht, bis man halt also dann so weit war. Zu dem Zeitpunkt sind schon andere Bücher erschienen, kann noch, wenn Interesse besteht, darauf zurückkommen. Aber 1995, 96, das war so die Zeit, also von Akte X und UFO-Welle, hatte ich für den Tosa Überreuter Verlag in Wien sehr viele Bücher illustriert. Ich bin ja auch also Comiczeichner und Buchillustrator und kam mit dem Verleger ins Gespräch, ja, dass ich mich doch für UFOs interessiere. Und der hat gemeint, ja, das ist doch genau jetzt das Thema und so weiter, da das mein Manuskript braucht und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, ich hätte was. Und habe also dieses alte Projekt mit den Prominenten und Fachgelehrten also da wieder ins Spiel gebracht. Und tatsächlich wurde das dann auch veröffentlicht unter dem Titel UFO, das Jahrhundertphänomen. Prominente und Fachgelehrte nehmen Stellung zur UFO-Frage. Das war 1996. Und das war im Grunde genommen ja eigentlich dann der Start für die ersten eigenen Bücher. Aber ich hatte auch schon die Jahre vorher ein, wenn man so will, ein Schlüsselerlebnis, auch zurückblickend, also noch in die ausgehende Jugend oder halt gerade auf dem Weg zum Erwachsenen. Und zwar hatte ich unter anderem auch das Buch von Charles Burlitz gelesen, das Bermuda-Dreieck. Und da gibt es eine kleine Passage von einer halben Seite ungefähr, wo beschrieben wird, dass es in Ägypten im Hathor-Tempel von Dendera Reliefdarstellungen geben soll, die man elektrotechnisch deuten kann. Und ich bin, wie gesagt, auch Zeichner, mich hat das interessiert, also ob es das wirklich gibt. Und weil es war im Buch nur eine Illustration abgebildet und die kann auch manipuliert sein. Und ich habe dann 1979, das war meine erste eigentlich Reise, so quasi außerhalb des Elternhauses einmal die erste größere Reise mit ein paar Freunden nach Ägypten angetreten und bin dieser Sache nachgegangen und war auch der Erste, der in dem Hathor-Tempel von Dendera, in dieser unterirdischen Krypta, wo es diese Darstellungen gibt, auch Fotos machen konnte. Und das ist dann in den grenzwissenschaftlichen Kreisen auch also bekannt geworden. Und gleichzeitig hatte ich einen guten Kontakt und zu einem Autorenkollegen, zu einem damals schon berühmten, nämlich der Peter Grasser. Das war so quasi der österreichische Däniken. Und den hatte ich auch für mein UFO-Buch seinerzeit also kontaktiert und interviewt. Und über ihn habe ich übrigens dann auch Erich von Däniken kennengelernt. Und dem habe ich die ganze Geschichte also mit den Glühlampen da von Dendera also erzählt. Und der hat mir den Vorschlag gemacht, du weißt was, daraus machen wir ein Buch. Und so sind wir dann gemeinsam 1980 noch einmal also nach Ägypten. Wir haben dort dann Interviews gemacht mit Ägyptologen. Wir sind also der Sache dann intensiver nachgegangen. Ich hatte den Kontakt auch zu einem Elektroingenieur, leider schon verstorben auch, der Diplom-Ingenieur Walter Garn, war der Projektleiter der ELIN, später VATEC und Siemens. Und dem haben wir diese Fotos mit diesen glühlampenartigen Darstellungen, den Reliefs gezeigt. Und er war sehr skeptisch zunächst und hat sich das aber dann sehr genau angeschaut und hat festgestellt, also so unglaublich das klingt, das passt elektrotechnisch alles sehr gut zusammen. Und hat dann das, was wir als Laien vermutet hatten, als Elektroexperte nicht nur bestätigt, sondern getreu diesen altägyptischen Vorbildern auch ein funktionstüchtiges Modell rekonstruiert. Das wurde dann auch berühmt als die Glühlampe von Dendera. Da waren wir in mehreren
Fernsehsendungen damals in den 80er Jahren auch zu Gast. Und es entstand eben das Buch zunächst Licht für den Pharao in einem kleinen Verlag 1982, war damals gerade 20 Jahre alt. Und 10 Jahre später dann in einem großen Verlag, im Langen Müller Herbig Verlag, ein neues Buch zur gleichen Thematik, das Licht der Pharaonen. Und das wurde dann im Rahmen der Präastronautik, wurde das auch ein Klassiker, wurde natürlich vielerorts auch kritisiert. Ja, es ist also so, dass die Ägyptologen selbstverständlich also das ganz anders zu deuten wissen. Es gibt aber, wenn man Ägyptologen dazu fragt, ungefähr ja 10 unterschiedliche Erklärungen dazu, also was das damals gewesen sein könnte. Und das waren so, wenn man so will, die Anfänge, wie es bei mir halt auch literarisch dann also weitergegangen ist. Und ich war zu diesem Zeitpunkt aber noch gerade in der Lehre als Vermessungstechniker. Das heißt, ich bin also gelernter Landvermesser. Und es hat 9 Jahre gebraucht, bis ich das dann an den berühmten Nagel gehängt hatte. Also 1987 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich war zwar dann sofort bankrott, wenn man so will, ja, aber trotzdem frei. Und habe das Glück, dass ich von meinen kreativen Arbeiten, einerseits als Comicszeichner, aber eben auch als Autor, leben kann. Man kann davon leben, man darf halt nicht fragen, wie, aber es geht. Und man muss halt sehr fleißig sein natürlich auch. Und aber es ist so, ich kann halt nichts anderes. Ja. Also ich mache das auch so gerne. Und ja, so hat es letztlich also begonnen. Und nach jedem Buch, wo ich mir denke, weil das ja auch sehr viel natürlich mit Anstrengung, mit Recherchen, mit Arbeit verbunden ist, denke ich mal, also das war jetzt mein letztes Buch, aber 2 Monate später, allerspätestens, wenn es dann erschienen ist, wenn es am Markt ist, kribbelt es halt wieder, ja, ja. Und dann geht das wieder von vorne wieder los. Weiter. Aber das ist eben mein Lebensinhalt einfach auch geworden und ich habe auch zusätzlich noch das Glück, dass ich eine Lebensgefährtin habe, die zwar in Basel, also 900 Kilometer von Wien, wo ich zu Hause bin, getrennt ist, aber wir entdecken gemeinsam die Rätsel dieser Welt und gemeinsam mit der Elvira, so heißt sie, sind wir auf der Suche und auf der Entdeckung wundersame Plätze und haben hier also schon wahrlich Unglaubliches also erleben dürfen. Das ist sehr interessant. Du hast ja erzählt, dass du im Kindesalter schon so ein Erlebnis hattest oder vielleicht sogar mehrere. Waren denn die Grenzwissenschaften im Elternhaus, Großvater, Großmutter, Vater, Mutter auch ein Thema in irgendeiner Art und Weise? Nein, überhaupt nicht. Also da war man gewissermaßen also der Spinner heute der Familie, ja. Nein, es gab also leider da also überhaupt keine, wie soll man sagen, also es gab nicht wirklich einen Bezug zur Thematik, ja. Und nein, also ich bin ja auch Autodidakt, ja, sowohl also was das Schreiben wie auch das Zeichnen anbelangt. Es war dann eben vor allem also die Freundschaft und die Verbindung also mit dem Journalisten und Autor Peter Grasser, der gewissermaßen auch mein Mentor dann ja auch geworden ist, der also viele Bücher zu diesem Zeitpunkt ja schon veröffentlicht hatte, wie Gott kam von den Sternen und sie kamen auf feurigen Drachen, also auf dem Gebiet der Präastronautik, also sich da schon einen Namen gemacht hatte. Und der war eigentlich dann eine große Hilfe also für den weiteren Werdegang, kann man sagen. Ja, ja, na, vielleicht eine Sache noch, aber den kannte ich also nicht persönlich, ja, leider. Mein Großvater, ja, der wäre also schon der Mann gewesen, der mich auch gefördert hätte. Das war der Professor Humbert Delmour. Und das war der Heimatdichter der niederösterreichischen Stadt Tulln. Ich habe ihn aber nie kennengelernt, der ist schon 1948 also leider verstorben, aber der war Lehrer und der war Germanist auch und der hatte also auch Bücher veröffentlicht, war auch Übersetzer und der hätte wahrscheinlich also mit der Thematik, so wie ich ihn einschätze, aufgrund also seiner Publikationen, der hätte wahrscheinlich schon mir auch helfen können. Aber letztlich ist man damit allein gewesen.
Ist es denn, wenn du ein neues Buch rausbringst, trotzdem immer noch was Besonderes, wenn du dein eigenes Buch in den Händen hältst, wenn du jetzt schon, keine Ahnung, 27 Bücher veröffentlicht hast? Ist es trotzdem immer noch was Besonderes oder ist das schon so ein bisschen Normalität geworden? Naja, es ist natürlich bekommt man im Laufe der Zeit auch eine gewisse Routine. Ja? Also die eigentliche Arbeit ist vor allem also die Recherche. Und bei meinen Büchern ist es ja so, dass ich über die Dinge, über die ich schreibe, die möchte ich selbst mit eigenen Augen auch gesehen haben. Ja? Das macht das Ganze authentischer und gerade bei so einem umstrittenen Thema. Ja? Da ist mir das also sehr wichtig. Es geht nicht immer, aber in den meisten Fällen ist es so. Und da ist es auch oft so, dass die Ideen oder Anregungen mittlerweile also von den Lesern kommen. Also ich erhalte sehr viel Leserpost, ja, wohlwollend kritisches, aber es gibt auch sehr viele Leser, die mich auf neue Spuren aufmerksam machen. Und ja, wenn das interessant ist, geht man der Sache nach und es entstehen meistens vor Ort dann ganz neue Perspektiven und Erkenntnisse, die man zunächst gar nicht also berücksichtigt hat. Und so war das zum Beispiel also auch bei meinem aktuellen Buch, den unterirdischen Anlagen, die es nicht geben dürfte, die also erst kürzlich jetzt erschienen sind. Und da war es so, dass bei einem Vortrag, übrigens von Erich von Däniken, 2018 war das in Wien, da hatte mich jemand angesprochen, ein Leser, ein Steirer, und hat mir in die Hand gedrückt, also ein paar Unterlagen. Und hat mich gefragt, also Sie sind doch der Herr Habeck und so. Und gesagt, ja, also ich bin's, voller Pracht, sehr gut, wunderbar. Und ich soll mir das einmal anschauen. Ja, es geht um unterirdische Gänge in der Steiermark, ob das nicht ein Thema wäre. Und wie es so oft heute im Leben ist, also ich habe zugesagt, ja, ich melde mich also, sobald ich mich also dem Thema widme, sobald es also reif ist gewissermaßen auch. Ja, man hat ja viele Projekte oft gleichzeitig auch laufen. Aber es ist halt oft so, das bleibt liegen, es wird durch aktuellere Termine dann überlagert. Und dann war es aber so, dass vor einem Jahr oder über einem Jahr war das ein Gesprächsthema im Zusammenhang also mit meinem Verleger, mit Jochen Kopp, welches Thema wir also jetzt vorrangig für das nächste Projekt in Angriff nehmen könnten. Und da war das Interesse eben vor allem für Unterwelten, für unterirdische Anlagen gegeben. Und da habe ich mich erinnert, ja, Moment, da habe ich ja Unterlagen auch. Und habe mich also an das erinnert und bin dann dieser Sache nachgegangen. Und das Thema dieser unterirdischen Anlagen in der Steiermark, wo es natürlich auch andere Autoren, andere Forscher, allen voran, also Dr. Heinrich Kusch, ja viele Entdeckungen gemacht haben. Das hat mich eben auch interessiert, wobei ich die Geheimnisse der Erdstallforschung, so werden ja viele dieser unterirdischen Anlagen genannt und auch überhaupt also mysteriöse unterirdische Stollen und Geheimgänge, das hat mich immer schon auch interessiert und habe schon in Büchern davor habe ich das Thema am Rande halt also mitbehandelt, aber es war noch nie ein eigenes Buchthema und das ist also jetzt mit den unterirdischen Anlagen eben ja anders. Also da geht es ausschließlich um diese Merkwürdigkeiten, allerdings nicht nur in der Steiermark, natürlich dort besonders, ja, aber es führt dann weiter noch also nach Ägypten zu den unterirdischen Anlagen da am Gizeh-Plateau oder halt, man kann auch sagen, Untergrundmysterien nah und fern. Also die gibt es ja im Grunde genommen in aller Welt. Also ich musste halt dann eine strenge Auslese für das Buch treffen und da habe ich natürlich mich vor allem auf jene Stätten bezogen, wo ich eben selbst etwas dazu beitragen kann, wo ich vor Ort war, wo ich also mit Forschern auch gesprochen habe. Und ja, und das ist letztlich also dann auch das Spannende, also vor Ort, wenn man dann auf neue Spuren stößt und auf Querverbindungen, die man zunächst also gar nicht mit berücksichtigt hat. Und wenn es dann, wie es in der Steiermark auch war, dann auch unterirdische Gänge sind, die zum Teil noch gar nicht erforscht sind,
dann erwacht natürlich also das Herz des Sonntagsforschers und dann geht man der Sache nach und da im Buch habe ich es ja beschrieben, also zum Beispiel ein Fall oder sagen wir, eine unterirdische Anlage in der Nähe von Kirchberg an der Raab, das ist also östlich von der Landeshauptstadt Graz. Und da gibt es ein Gelände, da gibt es den Fuchskogel und eine Schlucht und da geht es 10 Meter hinunter, da haben wir uns abgeseilt und dann kommt man also in ein verstecktes Loch, in eine Luke, wo es dann hineingeht, wo man sich nur kriechend fortbewegen kann auf allen Vieren, dann kommt man in eine Kammer und wenn man von dort dann weiter wandert, in einen Kreisbogen wieder zum Ausgang zurück. Allerdings war das dort also verschlossen. Da hätte man also das aufgraben müssen. Das ist dann zeitlich sich nicht ausgegangen. Aber man hat es dokumentiert. Wird übrigens auch eine Fernsehdokumentation dazu auch geben. Wenn es wahr ist, soll sie sogar auch ins Kino kommen Oh. zu diesen unterirdischen Anlagen. Das ist also noch für dieses Jahr also geplant. Diese Dinge sind es einfach, also die mich halt also faszinieren. Ich habe für all diese Rätsel auch keine also Patentlösungen. Ja, also ich will auch niemand jetzt irgendwie da bekehren in dem Sinne oder missionieren, also dass das mit Außerirdischen, mit unterirdischen Völkern oder sonst irgendwas zu tun hat. Diese Thesen spreche ich zwar auch an, ja, genauso auch die offiziellen Theorien der Lehrmeinungen, die aber oft ja eben auch nur Meinungen sind, ja, und keine wirklichen Gegenbeweise, ja, wie das oft also von Skeptikern hervorgebracht wird. Die tappen oft selber im Dunkeln, ja. Und diese Dinge zeige ich auf und eigentlich ist mein Bestreben hauptsächlich das, dass ich also Leser neugierig mache auf Dinge, die eben noch unbekannt sind, die es wert sind, entdeckt zu werden. Und das nicht jetzt irgendwo in, ich weiß nicht, völlig abgeschiedenen Gegenden, vielleicht das auch, aber es gibt eben diese Rätsel auch direkt vor unserer Haustüre. Und die kann man überprüfen. Das heißt also, man muss mir nichts glauben, sondern ich habe auch zum Beispiel im neuen Buch, habe ich die genauen Kontakte, wie man wohin kommt und wo man das sehen kann, auch mit angeführt. Also man kann das auch überprüfen. Und das ist mir auch sehr wichtig, auch wenn es selbstverständlich zu den einzelnen dann rätselhaften Funden auch Spekulationen und Überlegungen gibt. Das ist klar. Aber alle Wege zur Wahrheit sind letztlich natürlich auch gepflastert mit Spekulationen. Das ist wahr. Lass uns doch mal ein bisschen in das Buch eintauchen. Gib doch mal ein Beispiel. Das Buch fängt an mit, jetzt habe ich es vergessen, mit der Kirchberger Das sind Unterwelt. also genau, also das erste, also es sind drei Teile im Buch und das erste befasst sich eben mit der Unterwelt, also in der Steiermark und da im Besonderen, weil das also weniger bekannt ist, in Kirchberg an der Raab, wo es also mehrere unterirdische Anlagen gibt, die großteils noch unerforscht sind. Und da gibt es einen Gang, der wird eben als Urlassgang bezeichnet, weil also der alte Flurname also so also genannt wird, bezeichnet wird. Und da hat man eine unterirdische Anlage gefunden mit einem Hauptgang, der mehrere Nebenabzweigungen hat. Und man wusste zwar da schon in den 70er Jahren, also davon, da haben also Kinder darin auch gespielt oder was, aber das wurde dann aus Sicherheitsgründen praktisch dann auch gesperrt und erst vor wenigen Jahren hat man sich also an die Sache wieder erinnert und hat die Gänge also dort freigelegt und einen Teil davon, weil der Großteil ist nach wie vor verschüttet, hat man auch, was den Urlassgang anbetrifft, also inzwischen auch für Touristen auch geöffnet. Das Besondere bei diesem Gang ist, dass es ein Gelände ist, ein unterirdisches, etwa 5 Meter unter der Erde, das sich ziemlich genau unterhalb von Hügelgräbern befindet. Also das Besondere besteht darin, dass man beim Betreten dieser Gänge eigentlich einzigartig die Möglichkeit hat, unter einem Hügelgrab sich zu befinden. Es ist nicht ganz gesichert, ob das die gleiche Zeitperiode ist.
weil man weiß eben nicht, wie alt diese Gänge sind. Möglich ist es, dass es auf jeden Fall prähistorisch ist und dass es vielleicht einen Zusammenhang mit diesen Hügelgräbern gibt. Aber es kann natürlich auch ein geografischer Zufall sein. Das weiß man eben nicht und die Altersbestimmung ist also sehr schwierig, weil also diese Gänge im Prinzip fundleer sind. Und es gibt aber keinerlei Aufzeichnungen darüber und das ist auch sehr seltsam. Sie werden also zwar in der Kirchenchronik erwähnt, aber schon da werden sie bezeichnet als Gänge aus sehr alter Zeit. Ja, sehr alter Zeit ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ja. Und das ist halt noch ein Gegenstand also von Forschungen und Untersuchungen. Aber ich hatte das Glück, dass ich dort mit dem Verein, das ist der historische Verein des Kirchberger Ländchens, also da sind mehrere Forscher beisammen, die halt also den Erhalt und die Freilegung also dieser Gänge eben zu ihrer Aufgabe sich gemacht haben. Und die haben mich geführt in einen Stollen, der noch gänzlich unerforscht ist. Der nennt sich Harrachberggang. Und auch da geht es also hinunter in die Tiefe und der ist im Gegensatz zu dem Urlassgang, also da ist es also stockfinster, da kannst du nur also mit der Taschenlampe, ohne der bist du also verloren und du musst aufpassen, dass du nicht da über alle möglichen Sachen stolperst. Und den hat man durch Zufall entdeckt, weil Einheimische bei diesem Hügel so Rauchschwaden also festgestellt haben, die aus einem Loch herauskamen. Und dann hat man das genauer untersucht und hat festgestellt, aha, das ist ein offensichtlich ein Fuchsgang und da geht es also hinein. Und dann hat man das also größer gemacht, geöffnet und hat also einen Mann da hinuntergelassen, kopfüber. Und der hat dann also gesehen, Moment, da geht es ja unten weiter, das sind ja offensichtlich also Hohlräume. Mehr noch, die haben zu diesem Zeitpunkt, als sie das entdeckt haben, geglaubt, da unten sei auch ein Schatz. Weil es waren dann einige Münzen auch zu erkennen am Boden. Es hat sich dann allerdings herausgestellt, das waren also Euro-Münzen. In dem Moment, wo man diesen Forscher da hinuntergelassen hat, er hat es nicht bemerkt, sind aus seiner Hosentasche oder aus dem Hemd also da Euro-Münzen hinuntergefallen. Und dann war natürlich die Enttäuschung also groß. Aber man hat also einen Gang dann freigelegt. Und das ist eben gerade also Gegenstand also der Untersuchung dort. Und ja, es bleibt eben die Frage, wer hat diese Gänge, wozu und wann errichtet? Das ist halt das große Fragezeichen. Diese Gänge dort aber in Kirchberg an der Raab sind keine klassischen Erdstellen, wo du also dich nur gebückt fortbewegen kannst, weil die in der Regel nur etwa 1,40 Meter hoch sind. Die in Kirchberg an der Raab, da kannst du zum Teil auch aufrecht gehen, aber das Rätsel als solches bleibt. Und ich war in einem Bereich auch, also der zum Teil also verschüttet ist, wo man aber weiß und erkennen kann, da geht es noch weiter, aber so weit sind wir noch nicht. Und man hat bei einigen also dieser Gänge auch ganz kleine oder relativ kleine Öffnungen auch gefunden, die vermutet werden, dass sie also von Tieren stammen. Das ist durchaus möglich, ja, also dass ein Dachs oder ein Fuchs also da. Entschuldige bitte ganz kurz. Ganz kurz bitte. Kannst du mir kurz noch beschreiben, wie diese Gänge beschaffen sind? Die Wände, sind die aus Stein oder ist das der blanke Boden oder ja, wie ist der Boden dann? Also die Gänge oder das Gestein, also das ist oft Lösgestein also oder Sandstein, ja, wo auch die verschiedenen Schichten über die Jahrtausende auch erkennbar sind, wo man also verschiedene Querstreifen durch hat, also zum Beispiel rötlich, also rostiges Gestein. Dann gibt es also auch Bereiche, wo offensichtlich die Gegend auch also unter Wasser gestanden hat. Das kann man aufgrund also der geologischen Schichten also auch feststellen. Das heißt, diese Gänge wurden gegraben, sei es nur also mit Schaufeln, ja, oder man hat das eben herausgeschlagen. Aber es gibt natürlich auch im Rahmen dieser unterirdischen Gangsysteme auch welche, die zum Teil sogar gemauert sind. Ja, also es gibt unterschiedliche
Bauweisen. Ja. Man hat gerade in der Steiermark auch dort, wo der Professor Kusch ja auch sehr viel also forscht, da hat man sehr viele unterirdische Gänge in Trockenbauweise gefunden. Das heißt, die sind wie megalithische Bauten errichtet worden und lassen auch also Gleichklänge, wie man sie kennt aus der Bretagne oder aus bronzezeitlichen Gräbern auch erkennen. Wobei der Professor Kusch ja aufgrund also seiner Untersuchungen ja festgestellt hat, dass die sogar bis zu 20.000 Jahre alt sein sollen. Wir wissen das nicht genau, ja, aber es deutet vieles darauf hin, also dass diese Gänge zum einen wahrscheinlich aus unterschiedlichen Zeiten stammen, die jüngsten vielleicht tatsächlich aus dem Mittelalter, aber es gibt auch welche, die weit in graue Vorzeit zurückreichen. Wie alt jene sind in Kirchberg an der Raab, wo ich da also drinnen war in etlichen, das wissen wir im Moment noch nicht. Die banalste Erklärung wäre natürlich, okay, das sind irgendwelche Bergbau, also Tunnel gewesen, aber es passt nicht. Also und zwar deswegen nicht, weil wenn man das als Baumaterial zum Beispiel angelegt hätte, also um Baumaterial abzutragen, dann hätte man das einfacher haben können, weil also der Sandstein und das Geröll, das liegt zum Teil heute noch offen, da braucht man nicht unterirdische Anlagen. Nein, das muss eine andere Bedeutung gehabt haben. Und wie gesagt, es findet sich nirgendwo also eine nähere Beschreibung, wozu diese Gänge gedient haben. Und in den Gängen, sagst du, hat man auch gar nichts gefunden, weder irgendwelche Schriftzeichen oder irgendwelche Artefakte, gibt es da gar nichts? Also in diesen Gängen in der Steiermark oder sagen wir ganz allgemein das Erdstall, also Phänomen, also man hat allein in Österreich ungefähr ja, über den Daumen werden das schon ein paar tausend sein. Viele sind aber längst also wieder verschüttet. Man hat ja etliche mehr oder weniger zufällig entdeckt beim Bau also von Einfamilienhäusern oder der Bauer beim Pflügen, ja, wenn da plötzlich ein Einbruch stattgefunden hat und dann hat man die unterirdischen Hohlräume entdeckt. In ganz wenigen, das ist eigentlich eine Handvoll, von mir sollen es 10 sein, hat man Gegenstände gefunden. Ja. Manche davon sind aber inzwischen verschollen auch. Es gibt natürlich einige, wo man auch Gravuren gefunden hat, ja, aber da sind sehr viele, die einfach in späterer Zeit Jahreszahlen oder was hinzugefügt worden sind oder ich weiß nicht, der Franz Zapfel war da, ich war auch dort und ich sowieso. Diese Verschönerungen gibt es ja also bei vielen archäologischen also Funden, die natürlich vieles auch zerstören. Aber wirkliche Gegenstände sind sehr rar. Man hat in einigen daraus vermutet, etwa auch Professor also Kusch, dass sie also wesentlich älter sind als allgemein angenommen, hat man auch Werkzeuge gefunden, also aus der Steinzeit und diese Sachen. Das hat man schon gefunden, ja. Aber das oder Scherben zum Beispiel, ja. Aber das ist auch noch nicht zwingend jetzt also ein Beweis dafür, dass das dann aus diesem Alter, sagen wir zum Beispiel Scherben aus dem Mittelalter stammen müsste, weil das kann ja auch eine Nachnutzung sein. Also insgesamt hat man sehr wenige Funde gemacht, da und dort vielleicht einen Mühlstein, ja, oder einen runden Stein, der als Verbindungs- oder Verschlussstein zwischen mehreren Kammern und Stollen gedient hat. Es ist ja auch so, dass bei den Erdstallgeschichten, also bei denen dort, wo man wirklich da hineinkriecht, ja, und dann also für Leute, die am Platz Angst und Ähnlichem also leiden, ist es nicht geeignet. Also oft man durch ein enges Schlupfloch also in dann eine weitere unterirdische Etage also vordringt. Und ich bin in etlichen herumgekrochen. Mein allererster Erdstall, der war in Bad Zell. 1993, 95 war das, ja, ich habe das dann auch beschrieben in meinem Buch, in meinen früheren Büchern, nur noch antiquarisch, das Unerklärliche, da habe ich das beschrieben und da bin ich in mehrere Etagen, also da hineingekrochen, das war auf einem Bauernhof, da hat mir der Besitzer das gezeigt,
der das zufällig, also oder der Vater von ihm entdeckt hatte. Und wo man, wenn man dann da unten ist, sich denkt, das ist unglaublich. Also man denkt sich, was hat das zu bedeuten? Weil die banale Erklärung, ja, das waren Vorratskammern oder was, ist völlig ungeeignet. Oder auch Fluchtgänge, Blödsinn, ja, weil der Eingang ist gleichzeitig der Ausgang. Dann ist das oft bei Bauernhöfen, ja, also die Bauern, die das wichtigste oder bedeutsamste Gut, ja, vor Feinden zu schützen, ich weiß nicht, das Vieh oder was, das hätte man da gar nicht unterbringen können. Und selbst wenn man jetzt sich kurzfristig vor Feinden vielleicht schützen wollte, ja, das hält man dort unten, und ich bin in etlichen dieser Erdstellen gewesen, ja, nicht sehr lange aus. Du kriegst gar keine Luft. Selbst wenn man bedenkt, also okay, da gab es vielleicht Luftröhren nach oben. Bei Einzelnen hat man das sogar gefunden. Aber wenn die Feinde das entdeckt hätten, ja, die hätten das nur zuschütten brauchen, ausräuchern und die wären erledigt gewesen. Nein, das passt alles nicht. Also die gängigen Theorien, die da vorgebracht werden. Aber wir müssen es offen lassen. Es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten und es ist auch nicht jeder unterirdische Gang gleichbedeutend, ja, weil sich das eben oft über mehrere Jahrtausende, nämlich die Entstehungszeit, also auch hinzieht. Wenn du sagst, bei dem Bauernhof, unter diesem Bauernhof waren diese Gänge, dann es muss ja nicht heißen, dass da immer ein Bauernhof stand. Also vielleicht gab es die Gänge ja schon viel, viel, ne, vielleicht. Oder wurden die nach diesen... Auch das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ja. Es ist eben ein tatsächlich archäologisches Rätsel, ja, also ja, was diese Erdstall-Untersuchungen betrifft. Da sind sich auch also die Archäologen eigentlich uneins. Und da gibt es natürlich auch gegenseitige, wie soll ich sagen, Animositäten. Ja. Vor allem eben, was die Altersdatierung betrifft und letztlich also auch die Erklärung dazu. Ja, ja. Ob das jetzt Leergräber waren, ob das okkulte Stätten waren, ob das ja bis hin zu fantastischen Thesen, also dass es tatsächlich, weil sie werden ja so bezeichnet, als Schratzellöcher, ja, dass sie also für tatsächliche Zwerge praktisch eine, oder vielleicht auch nur für Hausgeister, also angelegt worden sind. Da gibt es ungefähr an die 80 Theorien. Ich habe dann im Buch selber ungefähr 20, glaube ich, also gegenübergestellt. Und welche am überzeugendsten ist, das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber es gibt auch Möglichkeiten, eben Erdstellen und unterirdische Anlagen auch persönlich in Augenschein zu nehmen und sich einfach selbst ein Bild zu machen. Ja? Und dann steht man eben oder liegt man oder kriecht man staunend und denkt sich, was hat das zu bedeuten? Welche ist denn für dich die plausibelste Erklärung? Ja, also das ist natürlich der springende Punkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht. Ja. Also es gibt die fantastische Theorie, Professor Kusch hat sie auch ins Spiel gebracht, also dass es so eine Art Tunnelsysteme oder Sendeanlagen so gewesen sein könnten, also wo man sich, sehr fantastischer Gedanke, also dann in die Unterwelt gewissermaßen auch beamen konnte oder so. Diese fantastischen Thesen gibt es auch. Mir ist es, wie soll ich sagen, also noch nicht, mir ist zu wenig Belegbares dazu. Ja? Also ich bin ja durchaus ein Freund fantastischer Überlegungen, aber ich muss mich da offen halten, ja. Also ich, ähnlich im Übrigen auch bei anderen Phänomenen wie den UFOs oder so, ja. Also ich muss ehrlicherweise sagen, die Belege, die vorliegen, ja, die lassen noch kein endgültiges Urteil zu. Ja. Und letztlich ist mehreres möglich, ja. Und für mich macht es den Eindruck, dass es aber doch mit einer kultischen Bedeutung auch zusammenhängen könnte. Ja. Aber auch das ist natürlich nur eine These. Ja. Vielleicht hat man auch etwas nachgeahmt. Ja. Oder vielleicht war es, also mir ist es selber oft so vorgekommen, wenn man da hineinkriecht, ja, und dann sich wie ein Wurm da fortbewegt. Ja. Und dann kommt man noch einer halben Stunde oder was wieder ans Tageslicht empor. Das ist also sowas wie
fast wie eine Einweihung ist. Ja. Man wünscht sich eigentlich nach der Dunkelheit, dass man da wieder ans Licht kommt. Ja. Und man erlebt das dann auch viel intensiver auch. Also es ist fast so wie ein Kriechen durch den Geburtskanal und dann kommt man also ans Tageslicht. Vielleicht hängt es auch zusammen mit einem Art Wiedergeburtskult, also den wir heute nicht mehr verstehen. Aber auch das ist nur eine These. Klingt wirklich, das ist eine sehr interessante These und genau das hatte ich die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf, dass man so das in ja Also, Daniel, ich abkriecht. kann nur also jeden empfehlen, schaut euch das selber einmal an. Und die Möglichkeit besteht im Übrigen, wer Interesse hat, also ich bin so frei erwähne es jetzt hier, es gibt ja auch die Möglichkeiten, also mit mir auf Reisen zu gehen. Und das seit 2015, also ist das möglich. Also die Reiseveranstalter Kopp und Spangler organisieren das und die führen praktisch zu wundersamen Plätzen, die ich also zu Themen meiner Bücher gemacht habe, führen die eben auch Reisen, mystische Reisen durch. Es gibt auch von Kollegen, also werden also diese Reisen also durchgeführt. Und in meinem Fall ist es so, dass für dieses Jahr noch trotz Corona, also Daumen halten, aber wir haben das letztes Jahr auch geschafft, also es sollte auch diesmal gelingen, dass wir trotz also dieser Maßnahmen diese Reisen durchführen können. Und da führt eine im Oktober, wie schon letztes Jahr, auch zu den megalithischen Monumenten und zu den unterirdischen Labyrinthen in der Steiermark. Übrigens auch mit einer Unterstützung auch von Professor Kusch. Und da geht es eben also zu den Anlagen, die wir da ungefähr 5, 6, 7, also so unterirdische Gänge, die wir da besichtigen. Und die Reise, die ich jetzt schon hinter mir habe, also die im letzten Oktober war ein absoluter Hammer. Und das wiederholen wir im Oktober diesen Jahres. Also wer möchte, maximal 20, 22 Leute können mit. Die Gelegenheit wäre dazu gegeben. Das heißt, man müsste sich über deine Homepage, die ich natürlich überall verlinken werde, wo dieser Podcast gepostet wird, Ja, bei dir danke, ja. melden. Genau. Ja, weniger bei mir, aber auf meiner Homepage finden sich also gleich zu Beginn auf der Startseite die Infos dazu. Und wenn man das anklickt, dann landet man also beim Reiseveranstalter und da hat man alle Informationen dazu. Und wenn man noch Fragen hat oder weiteres, dann einfach direkt also an die Veranstalter sich also wenden und die klären über alles Weitere dazu auf. Es gibt also auch noch also noch andere Reisen, aber auch da geht es um Unterirdisches. Also die große Reise, die sogar schon also ausgebucht ist, also die im September ist es, ja, die also in die Osttürkei führt, also zurück praktisch zu den Ursprüngen der Zivilisation, vor allem nach Göbekli Tepe, aber auch zu den unterirdischen Anlagen in Kappadokien. Auch da gibt es ja gigantische, also unterirdische Wohnsilos, also wo also bis zu 20.000 Menschen also Platz hatten und wo man sich fragt, also wozu wurde das damals angelegt? Das werden wir uns alles anschauen. Und diese Reise, nachdem sie aber also schon ausgebucht ist und wird wegen der Nachfrage, haben wir einen zweiten Termin noch dafür vorgesehen, nämlich im August bereits. Also da gibt es auch diese Reise dorthin. Und was ich noch mache, dass ich es im Kopf habe, ich bin im Juli in Basel, also da gibt es eine Städtereise, da bin ich auf den Spuren des Basilisken, also dieses Kryptowesens und schaue mir dort also mit Freunden, und wer will, kann da gerne dabei sein, eben die verborgenen Plätze und Spuren des Basilisken an. Und vorweg dann noch, das ist im, wann ist das? Das ist im Mai bereits, ja, das ist die erste Reise. Da geht es auch spannend, da geht es nach Bulgarien. Und dort gibt es, vielleicht weniger bekannt, also sehr viele so geheime Heiligtümer und kosmische Kirchen, also wo man Fresken findet aus dem Mittelalter,
die also kosmologisch gedeutet werden, wo man auch Darstellungen findet, die man als ja, UFO-ähnliche Vehikel interpretieren kann und ähnliches mehr. Und so gibt es also für dieses Jahr mehrere Möglichkeiten, mit mir auch unterwegs zu sein, zu wundersamen Plätzen und den mysteriösen Spuren der Welt zu folgen. Klingt wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Und wer Reinhard Habecks neuestes Buch haben möchte, Unterirdische Anlagen, die es nicht geben dürfte, der besucht Reinhard Habeck in einem Wort.at. Und dort findet ihr auch alle anderen Bücher von Reinhard Habeck. Hier ist wirklich, das ist auf jeden Fall besser sortiert als bei Amazon, sehe ich da. Bisschen übersichtlicher. Und ihr werdet Ja, zwar zu. manche sind, Ja? pardon, entschuldige, Alles gut. manche sind natürlich auch nur mehr also antiquarisch zu bekommen, aber ich würde sagen, am Markt ungefähr sind etwa, also von den Sachbüchern, etwa ja, ein Dutzend im Handel. Und es gibt aber auch ein paar Freunde vielleicht, also die sich auch interessieren, also für meine illustrativen Ja. Talente. Die Insider wissen es, ich bin ja auch also Comics-Zeichner und die berühmteste Figur, wenn man so will, ich habe viele Comics, also Serien also kreiert, aber die berühmteste ist also Rüsselmops, der Außerirdische. Und da war übrigens Erich von Däniken also bei der Entstehung 1979 dabei, wie diese Figur entstanden ist, die ich dann in der Folge halt vorgestellt habe, verschiedenen Zeitungen und Magazinen und ist dann letztlich gelandet. Zum Beispiel bei Perry Rhodan, der größten Weltraumromanserie, wo die Rüsselmops-Comics also seit Oh ja. 1985 erscheinen, oder in dem, die Insider werden es wissen, im Mystery-Magazin seit 2007 und in vielen anderen Zeitungen. Gibt auch im Übrigen auch Bücher dazu, also auch ich näher mich, wenn man so will, auch humoristisch dem Thema, aber natürlich auch durchaus ernst gemeint. Ich liebe Perry Rhodan, Reinhard. Ich liebe Perry Rhodan. Ja. Ja, also Perry Rhodan hat sehr viele also Autoren also beeinflusst, Ja. natürlich auch mich. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich also mit dem einer der Gründungsautoren der Perry Rhodan-Reihe, nämlich der Walter Ernsting alias Clark Dalton, dass ich mit dem also sehr gut befreundet war. 2005 ist er verstorben. Leider, ja. Und der war ja aber gleichzeitig auch ein großer Freund also der präastronautischen Ideen und natürlich auch mit Erich von Däniken eng verbunden. Und es ist kurios irgendwie, dass ich also über Erich von Däniken dann Walter Ernsting, Clark Dalton kennengelernt habe und so über den praktisch einen der Gründungsautoren dann bei Perry Rhodan gelandet bin auch. Und das hat mich natürlich auch bis heute also begleitet. Es gibt auch ein Cartoon-Bändchen, also wo ich meine besten Perry Rhodan-Cartoons und Comics also publiziert habe. Das sind alles also Bücher, die gibt es neben meinen Sachbüchern genauso auch. Also insgesamt habe ich etwa 100 Bücher illustriert. Da habe ich also längst den Überblick verloren. Ich habe auch das erste Perry Rhodan-Kinderbuch gemacht. Mit 100 Illustrationen, Lausbiber-Alarm hat es geheißen, 1999. Also, da habe ich nicht mehr den Überblick, aber bei den Sachbuchbüchern weiß ich, also bislang, wenn nicht verzählt, müssten es 27 sein. Und Wirklich einiges Wahnsinn. habe ich noch vor. Ja, hoffen wir doch, dass du noch einiges vorhast. Ich fand das Ganze mega spannend. Ich habe gerade geguckt, Licht für den Pharao ist leider so nicht mehr erhältlich über Amazon. Das ist sehr schade. Das habe ich nämlich nicht. Also, Licht für den Pharao, also das Original, das erste Buch, das 1982 erschienen ist, das wird tatsächlich also kaum noch zu bekommen sein, weil das damals in einem kleinen Luxemburger Verlag erschienen ist, ja, der John Fisch Verlag. Recht kurios, es war ja, damals ist ja, hat das enorme, also Wellen geschlagen und es gab auch etliche Fernsehsendungen damals dazu, aber leider, das Buch haben viele nicht bekommen. Es haben trotz der Berichte, also es waren sogar die Bild-Zeitung hat eine Schlagzeile gemacht, hatten also die alten Pharaonen elektrischen Strom. Ja.
Und das hat enorme Wellen geschlagen, aber das Buch hat man nicht bekommen, weil es damals in diesem kleinen Luxemburger Verlag in der Erstauflage nicht einmal eine ISBN-Nummer hatte. Ja, das war sehr schade. Aber wie gesagt, 10 Jahre später, und dieses Buch müsste man zumindest da und dort schon noch bekommen, das Licht der Pharaonen, das dann also bei Langenmüller-Herbig erschienen ist. Sehr spannend. Und die Stunde mit dir zu sprechen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war hochinteressant für mich. Ja, ich danke für das Interesse, und wenn Lust und Laune, können wir das gerne mal wieder erweitern. Sehr gerne. Ich habe ja noch auf meinem Skript hier einiges stehen, was ich dich eigentlich fragen wollte, aber dazu sind wir gar nicht Gut. gekommen. Und wir werden Ja, das. tut mir leid, war ich zu langatmig. Das macht gar nichts. Ich habe dir aufmerksam und gespannt zugehört und die Hörer werden das mit Sicherheit auch tun.